Mein lieber Steinbock, das ist die allgemeine Monatsprognose für Oktober 2020. Du beginnst den Monat mit einem Vollmond in Widder. Im Laufe des Monats gibt es die Tendenz, bestimmte Unstimmigkeiten zu verdrängen. Diese sollten angesprochen und geklärt werden. Dies beinhaltet die Gefahr, entladene Reaktionen im Bereich der nahestehenden Beziehungen zu erleben. Themen wie Wohnsituation, Familie und Beziehung können für viel Aufregung am Monatsanfang sorgen. Am 4. hast du Pluto direkt in deinem Zeichen. Eine Veränderung, die deine persönlichen Ambitionen oder berufliche Zukunft betrifft, beinhaltet eine große Lebensumwandlung und die Erarbeitung von neuen Zielen. Es ist notwendig, sich von einer Person oder Verhältnis zu verabschieden. Hierbei ist es wichtig, loszulassen und sich von einschränkenden Glaubenssätzen zu befreien. Zwischen 7. und 9. haben wir Spannungsaspekte zwischen Merkur, Uranus, Mars und Pluto. Im Alltag, mein lieber Steinbock, können Hindernisse oder Situationen eintreten, die eine Umplanung oder Ähnliches zur Folge haben kann. In der zwischenmenschlichen Kommunikation ist es an diesen Tagen besonders wichtig, direkt und ehrlich zu sein. Zwischen 10. und 12. haben wir Merkur Sextil Venus. Kreative und spaßige Unternehmungen sind mit dieser Kombination begünstigt. In allen Lebensbereichen hat man die Möglichkeit, reibungslose und rasche Abwicklungen zu haben. In Sachen Liebe hat man die besten Einflüsse, wenn man bereit ist, seine Komfortzone zu verlassen. Am 14. haben wir Merkur rückläufig in Skorpion. Das heißt, bis Ende November sollte man große Geldinvestitionen meiden, denn die vorhandenen Einflüsse in Sachen Geld können große Verluste begünstigen. Allgemein gesehen sollte man keine große Lebensveränderung bis zum Jahresende erzielen. Wenn man Elternteil ist, dann wird bald können bald erschütternde Neuigkeiten in Verbindung mit einem Sohn oder einer Tochter entstehen. Wir haben dann zwischen 13. und 16. des Monats einen T-Quadrat zwischen Sonne, Mars, Pluto und Saturn. Man könnte unter hohem emotionalen und psychischen Druck an diesen Tagen stehen. Du hast viel Energie in eine Sache gesteckt und jetzt dürftest du erkennen, ob deine Bemühungen sich gelohnt haben. Am 6. hast du Neumond in Waage. Du könntest etwas unentschlossen in Bezug auf eine Person oder Situation sein. Vielleicht weißt du nicht genau, in welche Richtung du einen Schritt machen solltest. Zwischen 17. und 24. haben wir Venus, Trigon, Jupiter, Pluto und Saturn. Die Hilfe und Unterstützung von einem Menschen werden in dieser Zeit vom Vorteil sein. Darüber hinaus ist es wichtig, dass man sich nicht für jemanden opfert, der undankbar ist. Am 19. und bis zum 30. des Monats haben wir Mars Quadrat Jupiter. Meinungsunterschiede können einfacher als sonst eintreten. Du dürftest etwas in Gang setzen oder eine Sache beenden, die außerordentliche Leistungen erfordert. Und dann zum Schluss, mein lieber Steinbock, hast du einen Vollmond in Stier. Man sollte unbedingt Überheblichkeit und Ernststirnigkeit am Monatsende meiden, sodass man schöne Momente mit seinen Mitmenschen erlebt, anstatt Konflikte zu haben. An dieser Stelle, mein lieber Steinbock, bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit, denn ich bin jetzt fertig mit der allgemeinen Monatsprognose. Falls du eine individuelle Vorausschau für das kommende Jahr oder für die kommenden Monate benötigst, kannst du gerne eine Beratung jederzeit bei mir buchen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Bitte bleib gesund und bis zum nächsten Video.